So, perfekt. Und perfekt. Salz kann gleich wieder weg. Die Backform kann auch wieder weg. Und dann war jetzt die Pfanne. Haben wir hier Pommes und Pommes. Jetzt brauchen wir auch noch Tofu. So. Huch. Das war quasi... Wir bekommen... Okay, auch gut. So, wir müssen neuen Tofu machen. Gott, wir haben jetzt so viel zu essen, aber... Okay, ist halt auch so, dass ich gerade nicht plane, zu verhungern da irgendwo draußen. Deshalb muss sowas halt sein. Genau, müssen wir alles auch mal wieder dann neu herstellen, aber das kriegen wir dann auch noch hin. So, alle Dude. Unser Essen kommt mal hier hin. Achso, den... Achso, hier haben wir den Zweier. Der kann hier in der Leiste bleiben. So, da ist das so wieder. Achso, genau. Das wollte ich gerade hochsetzen, ist aber doof, weil dann trennt sich dieser Stack wahrscheinlich wieder. Das möchte ich nicht. Was brauchen wir denn jetzt noch? Der ist leer, ne? Ja. Solange der leer ist, kann der auch hier oben mit hin. Dann stört er hier unten nicht. Wir haben die Rucksäcke leer. Auch den, wo wir unseren Dekokram hatten. Wir haben was zu essen gemacht. Wir haben Kiste und Ofen. Ah, was... Ja, meine Rüstung ist jetzt nicht mehr die allerbeste. Und einen Helm haben wir gar nicht. So. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Eisen mitgenommen, aber... Helm? Ja. Oder Hoppermütze auch genannt. So, müssen wir noch einmal kurz nach unten. Und einmal gucken, wie es mit Reparieren aussieht. Ach ja. Ja, zumindest das beides die Hose, das geht noch, aber ich wollte auch mal, wenn wir hier zu Hause sind, das ausziehen, damit wir sozusagen besser aussehen. Mache ich lieber das zu teuer. Alles klar, scheiße. Überleg, überleg. Ich glaube, dann mache ich uns nochmal schnell... Das war auch eigentlich doof, mit den Erfahrungskosten das zu reparieren. Wir haben so viel Eisen. Scheiße. Naja, gut. Da war ich jetzt doof. Wir nehmen das hier als Ersatz ruhig mit. Das ist egal. Okay, doch, das ärgert mich jetzt doch ein bisschen. Aber gut, ist jetzt passiert. Was soll's. Na, Klappe zu, Affe tot. Gut. Nehmen wir hier noch einen kleinen Rucksack mit. Hier war was drin, ne? Ja. Den habe ich immer noch nicht leer gemacht. Das tut mir leid. Setzen wir ihn da wieder rein. Den Hammer. Den möchte ich natürlich auch noch reparieren. Wir sehen ja jetzt ansonsten so schon mal soweit ganz gut aus. Das kommt wieder hier hin. Du kommst dahin. Okay. Wir haben den ganzen Tag damit verbracht. Das ist ja unglaublich. Ach, mir fällt aber gerade noch was ein, bevor ich es vergesse. Wir gehen ja mit Pferd. Na, triff's Loch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir einen Zaun noch da in der Pferdekiste hatten. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Und eine Leine. Brauchen wir ja auch, um das Pferd anzubinden. Ist ja auch nicht unwichtig. So. Dann legen wir uns einmal schlafen. Dann reparieren wir den Tinkerhammer. Eigentlich sollte ich mir vielleicht auch noch mal eine Tinkerschaufel herstellen. Nur für den Fall des Falles.
Muss ich mal gucken, was ich dafür brauche. Ob wir es jetzt so schnell hinbekommen? Na. Ich hänge in der Tür. Ein Problem, das ich auch bei Ark irgendwie häufig habe. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, mein Hintern ist einfach zu dick. Es gibt Spekulationen. So. Ah, hallo Schmiede, ich fühle mich hier eigentlich sehr wohl. Wie repariere ich jetzt den Hammer? Das war doch bestimmt... Ich hätte dafür ein bisschen mehr Stein mitnehmen sollen, oder? Gar keinen Stein mitgenommen. Habe ich hier noch was drin zufällig? Nochmal schnell Stein holen. Verzeiht. Das habe ich verpeilt. So, sollten wir allgemein. Deswegen nehmen wir jetzt mal... Ja, Escape ist eine super Idee. Ich nehme jetzt mal 2 Stacks mit. Ich hoffe, 1 Stack reicht, um... den Hammer zu reparieren. Tap, 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 tap. Es wäre eigentlich auch schön, diesen Hammer aus Eisen machen zu können. Aber ich glaube, auch mit dem Eisen... Ja, mit dem Eisenblock funktionierte das nicht, oder? Habe ich hier auch noch Aluminium-Eisenbarren. Nein, wir brauchen uns jetzt nicht extra füllen. Einmal verblocken. Nur mal gucken, ob das klappen würde. So, Materialkosten 8. Einmal das Eisen auswählen. Wozu haben wir es denn? Geschmolzenes Eisen, perfekt. Ein Blöckchen gießen. Und wir können den hier ja trotzdem reparieren. Das war hier rein und dann... So war das, okay. Gut, dann haben wir den auch repariert. Ist ja nichts Verkehrtes. Was ist das hier denn? Eine Bratpfanne. Die müssen wir unbedingt... Oh. Langschwert ist irgendwie auch cool. Breitschwert. Ein Spalter. Du alter Spalter. Wurfspeer. Wurfmesser. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Armbrust gefällt mir natürlich sehr gut. Ich bin ja so ein Armbrust-Fan. Sense. Okay. Das ist anscheinend, okay, starkes Grabwerkzeug. Boden und Schnee in einem großen Bereich. Was brauchen wir dafür? So eine Platte, das und das lange. Na, mal gucken. Während der hier gießt. Weiß ich hin wieder nicht, wie das war. An welchen mussten wir? An diesen hier. Nee, war das jetzt richtig? So, dafür brauchen wir, glaube ich... Nee, ging das auch mit Stein? Ja, ging auch mit Stein. Davon brauchten wir einen. Das hier. Das ist Abfall. So. Und... Das Ding hier war es, ne? Nicht hier der normale Schaufel, sondern hier mit diesem Düdel unten dran. Ich glaube, die anderen beiden Griffe, die haben wir hier doch sogar, ne?
Nee, was gehörte denn da rein? Hier. Ich glaube, das hier ist zu klein. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Gibt's hier denn auch einen größeren? Hier, okay. Das Ding brauchen wir. Gut, machen wir uns dann gleich nochmal neu. Eigentlich auch schön, mal wieder hier zu sein. So, jetzt brauchen wir aber nochmal Holz. So, reichen vier. Ich glaube, es reichen vier. Dann machen wir es jetzt so. Ha, das habe ich mir richtig gemerkt. Machen wir gleich zwei. Dann haben wir erstmal Schablonen. So, die beiden, die können da erstmal. Huch, nee, so war das nicht gemeint. Ihr solltet hier rüber. Wo habe ich jetzt den hier? Hier. Okay, das große Ding brauche ich. Das kleine Ding brauche ich nicht. Ich brauche hier das große. So, alles, was ich dafür brauche, packe ich jetzt mal hier unten hin, damit ich nicht durcheinander komme. So, und da reicht mir eigentlich auch Stein. Ja, so viel haben wir da ja nicht mit Sand, also das sollte so passen. So, und dann brauche ich hier, glaube ich, dieses schmal, lang und oben eckig. Ich weiß, ich merke mir sowas komisch, aber schmal, lang und oben eckig. Das ist es. Warum kommt denn das dabei raus? Gut, das Breite haben wir ja. Das ist dies. Wo ist der Steingriff? Haben wir damit jetzt alles? Einmal die Platte und den. Yay! Und ich glaube, ich habe sogar schlauerweise Redstone hier gelassen. Achso, ich trage jetzt hier immer noch eine. Ja, das war natürlich nicht meine Absicht. Das kommt da rein. Jetzt trage ich hier schon wieder so viel Kram mit mir rum. Das ist. Gut, ist jetzt so. Wie viel Eisen habe ich jetzt? Sieben. Das wird jetzt der letzte Block. Bis der aushärtet, können wir hier dann nochmal. Wobei ich erstmal ganz gerne warten möchte, ob das mit dem Eisen funktioniert. Also mit den Eisenblöcken. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir das schon ausprobiert hatten. Nein, das funktioniert nicht. Nee, wusste ich doch. Hatten wir schon ausprobiert, alle gut. So. Dauert jetzt wieder einen Moment. Wir sollten diesen Tisch vielleicht auch mitnehmen, damit wir das zwischendurch da reparieren können, ne? Ich hatte mir jetzt. Huch, das ganze Eisen mitgenommen, falls unser Zeug hier genau, vor allem natürlich der Hammer, repariert werden müssen, damit wir uns dann noch andere Werkzeuge herstellen können. Aber eigentlich ist das natürlich recht clever, den Fisch hier mitzunehmen. Der muss ja nicht hier stehen. So, erledigt Papierkorb. Mit. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich loswerden will? Zum Beispiel das. Und Eisenblock schmeiße ich mal hier rein. Stein und Stein.
Und das kann eigentlich hier hin. Ist jetzt gerade mal egal. So. Achso, wir brauchen gleich zum Reiten ja einmal leere Hand. Okay, wir werden noch einmal schlafen gehen. Ich schaue aber schon mal, welches Pferdchen wir mitnehmen. Mir fehlen zwei Pferdchen. Ist das so richtig? Bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. So, ja, Leine hat mir auch hier drin, macht aber nichts. So, und ich glaube, den hatten wir beim letzten Mal, ne? Ich gehe jetzt erstmal Bubu machen. Das. Juhu, Küken. Kein Küken. Einmal schlafen und dann geht's los. Ich freue mich drauf. Wir haben jetzt ja auch ein eigentlich echt schönes Haus schon, in das wir zurückkehren können. Da kommt man ja auch gerne wieder nach Hause. Und wir haben ein Kuscheltierschlafzimmer. So. Ja, was den Weg angeht, den wir gleich beschreiten werden. Ich hole jetzt hier erstmal das Pferd. Sattel. So, alles wieder zumachen. Sehr, sehr gut. So, was den Weg angeht. Ich war am Überlegen gewesen. Oh Gott, Schwein gehabt. Ich war am Überlegen gewesen, ob wir den zusammen in den Aufnahmen bauen, basteln. Weil ich eben die Wege zu den Dörfern oder das, was ich halt auch gerade zur Schlucht hin gemacht hatte, das hatte ich ja auch alles außerhalb der Aufnahme gemacht. Ja, da bin ich gegen. Das Pferd hier ist ganz schön schnell. Da können wir uns dann und wann vielleicht mal wehtun, weil wir uns den Kopf stoßen, aber es macht nichts. So, da war ich eben am Überlegen gewesen, ob ich diesen Weg hier denn jetzt mit euch zusammenbaue. Aber ich bin echt froh jetzt im Endeffekt, dass ich mich dagegen entschieden habe. Denn dieser Weg, der war einfach so lang. Also der kam mir, zumindest so aus der Erinnerung, kam der mir nicht mehr so lang vor, wie er jetzt tatsächlich war. Ihr seht auch, das ist jetzt schlicht nur der Weg. Ich habe hier noch keine irgendwelche Buschverzierung oder sonst was, geschweige denn hier durch die Höhle den ordentlichen Boden. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Da haben wir uns den Kopf gestoßen. Ich hoffe, es passiert hier vorne gleich nicht auch. Ne, hier ist nämlich auch noch kein Boden drin. Und der Weg, so wie er jetzt ist, der hat mich... Wir sollten gleich mal stehen bleiben, ein bisschen Schank aufbauen lassen. Der Weg, so wie er jetzt ist, der hat mich etwa... Ja... um und bei 9 Stunden gekostet. Mit dem ganzen... Ja, Höhlen aushöhlen und Weg setzen und neuen Kies beschaffen, weil da wollte ich dann natürlich auch nicht, dass wir denn in der Aufnahme irgendwann so ganz ohne dastehen. Und ja, das war... Dann ist man einen Weg gegangen und hat dann gemerkt, nee, irgendwie geht das doch nicht. Dann müssen wir dann so wie da vorne zum Beispiel durch den zweiten Berg. Da wollte ich zuerst oben rüber. Und habe ich aber festgestellt, irgendwie klappt das alles nicht so ganz. Dann füllt man das alles wieder auf und gräbt sich dann doch unter durch. Und ja, das hat etwas gedauert. Das war alles nicht ganz so einfach. Und von daher bin ich im Endeffekt dann echt froh gewesen. Guck mal, hier fehlt uns auch noch der Boden. Den Boden hier durch die Höhlen, den habe ich dann nämlich nachher... Kommen wir hier jetzt nicht... rüber, doch. Den habe ich nämlich nachher dann von hinten nach vorne angefangen, quasi auf dem Rückweg. Deswegen ist der hier jetzt so in den ersten noch nicht. Ja, war auf jeden Fall sehr spannend, diesen Weg zu bauen. Aber, ja richtig, hier sitzt ein Wolf.